Auch Speedy Director ist in Position. Auch Invincible Hero ist eingerückt. Und da ist der Startplatzerfolg zum fünften Rennen, dem Dr. Rudolf Lessing Erinnerungsrennen. Das kleine Feld geht auf die Reise und wird angeführt von an der Innenseite Speedy Director. Dahinter sieht man dann außen daneben Schaman. Schaman und Speedy Director an der Spitze. Dahinter dann Classic Fire innen mit an der Außenseite Carmont. Dahinter sieht man dann Pretty Grande mit an der Außenseite Invincible Hero. So geht es zum ersten Mal am Pfosten vorbei. Schaman mit anderthalb Längen an der Spitze führt das Feld in den ersten Bogen hinein. Dahinter in zweiter Position Speedy Director vor Carmont außen und Classic Fire innen. Dahinter Invincible Hero am Schluss des Feldes Pretty Grande. Die Pferde kommen aus dem ersten Bogen heraus und biegen in die Gegenrade ein. Schaman mit dem Kommando. Schaman zeigt weiter den Weg mit anderthalb Längen vor in zweiter Position Speedy Director. Dahinter dann außen Carmont, jetzt in dritter Position. Vor innen Classic Fire, dann Invincible Hero. Und Pretty Grande kommt jetzt vom letzten Platz weg, den jetzt Invincible Hero innehat. Die Pferde sind gleich exakt Mitte gegenüber. Schaman weiter in der Pilotenfunktion, vor Speedy Director in zweiter Position. Dahinter dann sieht man die beiden Blauen. Das sind Classic Fire innen und außen Carmont. Pretty Grande kann sich weiter verbessern, ist jetzt gleich in der dritten Position auszumachen. Und dann Invincible Hero. Die Pferde ausgangs der Gegengraden. Vorne bleibt alles beim Alten. Schaman führt das Feld in den Schlussbogen hinein. Dahinter dann Speedy Director in zweiter Position. Pretty Grande in guter Haltung. Außen drittes Pferd vor Classic Fire, dann Carmont und Invincible Hero. So ist der Scheitelpunkt des Schlussbogens erreicht. Schaman weiter vorne, wird aber jetzt abgelöst gleich von an der Außenseite Speedy Director und dahinter regelrecht in lauer Stellung Pretty Grande. Noch 600 Meter, der letzte Knick. Invincible Hero am Schluss des Feldes wird jetzt ganz nach außen genommen, damit er freie Bahn hat. Schaman mit Speedy Director, Speedy Director und Schaman vorne, dahinter dann Pretty Grande. Pretty Grande wird stärker und Invincible Hero jetzt vom letzten Platz. Invincible Hero geht an allen vorbei. Noch 200 Meter. Invincible Hero, da schaut der Reiter schon einmal, droht da noch Gefahr, ist an der Spitze und wird diese auch nicht mehr abgeben. Invincible Hero, da hat der Reiter Eduardo Pedrosa nur auf die Gelegenheit gewartet. Invincible Hero gewinnt das Rennen ganz, ganz leicht und locker im Handgalopp vor Pretty Grande, dahinter eine Menge Luft bis zu Carmont mit Speedy Director, Schaman und Classic Fire. Grande. Noch 600 Meter, der letzte Knick. Invincible Hero am Schluss des Feldes wird jetzt ganz nach außen genommen, damit er freie Bahn hat. Schaman mit Speedy Director, Speedy Director und Schaman vorne, dahinter dann Pretty Grande. Pretty Grande wird stärker und Invincible Hero jetzt vom letzten Platz. Invincible Hero geht an allen vorbei. Noch 200 Meter. Invincible Hero, da schaut der Reiter schon einmal, droht da noch Gefahr, ist an der Spitze und wird diese auch nicht mehr abgeben. Invincible Hero, da hat der Reiter Eduardo Pedrosa nur auf die Gelegenheit gewartet. Invincible Hero gewinnt das Rennen ganz, ganz leicht und locker im Handgalopp vor Pretty Grande, dahinter eine Menge Luft bis zu Carmont mit Speedy Director, Schaman und Classic Fire.